Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Project Cars. Heute das neueste Bild, die 316. Ja, da wollen wir noch mal schauen, was sich so getan hat. Im Moment hat sich hier das Menü leicht verändert. Vorher war die Anordnung eher in diese Richtung, sodass sie Solo, Connect alles auf der Seite stand. Was neu dazugekommen ist oder was gerade im Aufbau ist, ist Coming Soon Connected, der sogenannte Multiplayer-Modus. Wird ab demnächst zur Verfügung stehen. Und auch neu dazugekommen ist der Saisonmodus. Habe ich bisher leider noch nicht getestet, aber wie ihr sehen könnt, gibt es hier eine Stockcar-Saison, eine Endurance-Saison, 24 Stunden ebenfalls. Und eben auch Formel 1, Formel B. So, was haben wir noch? Zeigt da noch was an. Ah, das, ah, da kommt auch noch was. Eine Kart-Saison kann man fahren. Dann kommen die Supercars, GT. Oh, da scheint es gewesen zu sein. Okay, darauf gehen wir später in einem anderen Video dann mal ein. So. Also, momentan hat sich auch noch geändert, dass man zum Beispiel die Kalibrierung im Optionsmenü von dem Lenkrad hat sich leicht geändert. Das heißt, wenn man hier auf Calibrate drückt, kann man sich das Lenkrad nun endlich doch richtig einstellen. Vorher war das ein bisschen problematisch, zumindest war das bei mir so. Weiß nicht jetzt, ob das bei allen anderen auch der Fall war. Ansonsten lässt sich hier alles wirklich sehr gut und übersichtlich einstellen. Ups, das wollen wir nicht. So. Ansonsten haben wir hier das Gameplay, sämtliche Einstellungen, die man hier vornehmen kann. Wie ihr seht, ich habe momentan bei mir noch leichte Traktionskontrolle und ABS mit drin und auch die Stabilität. Einfach um da mal ein bisschen reinzuschnuppern, da ich dieses Spiel nicht so oft fahre. So. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir doch einfach mal in den freien Trainingsmodus. Im Prinzip gestaltet sich jeder Modus ähnlich vom Aufbau her. Also wenn man jetzt zum Beispiel in ein Race geht, sind hier die Settings quasi immer dieselben. Hier das Wetter kann man einstellen. Das ist hier sehr heftiger Sturm. Was momentan natürlich noch wenig Sinn macht, auch vor allem Regenrennen machen momentan noch gar keinen Sinn. Da ist Setup-technisch noch gar keine Regenreifen gibt, was ich sehr schade finde im Moment noch, aber mal sehen, was da noch kommt. Ja, man kann auch hier das Datum des Rennens einstellen oder der Phase. Die Uhrzeit natürlich. Ich fahre gerne um 16 Uhr mal. Rundenanzahl und ähnlichem. Und auch hier den Schaden kann man an- ausmachen. Machen wir doch mal Full Damage. Mal sehen, vielleicht knallt es ja irgendwann mal. Wir werden sehen. So. Achso, was auch hier noch ein kleines Problem ist, ist dieses automatisch Pit. Das ist einfach der sogenannte Boxenlimiter, dass der automatisch an- und ausgeht, sobald man rein und raus fährt. Allerdings habe ich festgestellt, dass es momentan hier noch einen kleinen Fehler gibt. Und zwar kann es oftmals passieren, wenn man aus der Box rausfährt, geht der Boxenlimiter gar nicht mehr aus. Und andernfalls, wenn man dann das Rennen neu startet, dann geht der Boxenlimiter erst gar nicht an und man kann volle Lotte durch die Boxengasse brettern. Aber gut, es ist momentan noch eine Alpha-Phase, wo einfach jeden Freitag oder ab und zu eben ein neues Update immer kommt. Aber man sieht doch immer wieder, dass sich doch sehr viel tut, gerade mit jedem Bild. Jede Woche gibt es was Neues zu entdecken. Und so macht das Spielen doch Spaß, wenn man wirklich mit in die Entwicklung involviert ist und seine Ideen und Eindrücke mitteilen kann, bevor das fertige Spiel dann auf den Markt kommt. Gut, das soll es bis hierhin gewesen sein. Dann würde ich sagen, machen wir doch einfach mal eine Runde freies Training. Gerade zum aktuellen Datum, auf Suzuka.
sei hier natürlich noch erwähnt, dass die Strecken allesamt keine originalen Namen haben, aber es sind Originalstrecken vorhanden. Siehe zum Beispiel, hier haben wir Oschersleben, Monaco, dann haben wir hier Hockenheimring und schwer zu erkennen an der tollen Ölflasche. Dann haben wir hier Bathurst, einzig richtiger Name. Spa, das müsste glaube ich Barcelona sein. Jawohl. Grand Prix von Katalonien. Das ist ein Rundkurs. Hier haben wir Zolder. Das müsste Fuji sein. Das ist Le Mans. Allerdings, diese Strecke ist gerade im Moment noch im Aufbau. Das heißt, es sind sämtliche Streckenrandobjekte im Moment noch nicht mit enthalten. Dann haben wir natürlich einige NASCAR-Strecken, da ja auch NASCAR im Moment noch vertreten ist hier in diesem Spiel. Ja, okay. Das soll es erstmal gewesen sein. Drehen wir einfach eine Runde auf Suzuka namens Sakito. GP. Setup stelle ich großartig nichts ein. Ich fahre bisher immer noch mit Standard-Setup, da ich eigentlich eher auf die Situation warte, dass es möglich sein wird, dass das Setup dann auch in der Session jeweils angepasst werden kann und nicht ständig nur im Menü angepasst werden kann. Gut. Ich fahre ein Formel 1 Auto, hier genannt Formula A. Da habe ich mir mal den Mercedes GP Skin damals mal runtergeladen. Da haben wir ihn. Jawohl. Und dann geht's auch schon los, würde ich sagen. So, herzlich willkommen auf dem Hockenheimring. Das war Kaebel. Hier haben wir natürlich Suzuka. So, dann fahren wir doch mal direkt raus. Wie gesagt, ich habe den Boxenlimiter ausgestellt. Aber um es doch mal realistisch zu halten, fahren wir doch mal langsam aus der Box raus. So langsam muss es auch nicht sein. Und stopp.
Zeit gesetzt. Sicherlich nicht die schnellste, aber um euch einfach mal zu demonstrieren, wie das Spiel momentan aussieht, doch gar nicht so schlecht. Alles in allem muss man natürlich sagen, Grafik eindeutig sehr top. Absolut das Maß der Dinge im Moment. Sehr schöne Streckenbeleuchtung und auch sonst die Texturen sehen wirklich teilweise sehr schön aus. Gut, das soll es bis dahin gewesen sein. Ich bin mal gespannt, was sich in den kommenden Monaten noch tun wird, bis das Spiel dann letztendlich fertig ist. Und werde euch ab und zu, beziehungsweise gelegentlich dann mal, auch ein Update geben, zeigen, was hat sich getan. Und würde mich freuen, wenn ihr mich dann ein wenig begleitet. Und sage dann, bis demnächst.